Willkommen zurück zu The Angel of Darkness. Beim letzten Mal haben wir ein Rätselchen gelöst. Und zwar haben wir hier oben eine Kombination ergeben aus diesen ja, verschiedenen Drehkreuzen, diesen verschiedenen Rädern hier. Ja, und jetzt wollen wir mal sehen, was sich hinter der Tür verbirgt. Da haben wir schon letztes Mal einen ja, Cut gemacht. Cliffhanger. Und jetzt gehen wir mal rein ins Ungewisse. Mal gucken. Okay, sieht schon mal sehr interessant aus. Nutze ich mal eine andere Waffe hier? Ich würde mal sagen, ja. Dass ich mal eine Billigwaffe verpratze. Oder. Ja, benutzen mal die neue Waffe und gucken, was die drauf hat. Ultimative Handgun. Gibt es doch bestimmt da und da noch ein paar schöne Sachen zu finden. Da vorne ist ein Typ, ich glaube, den werde ich mal gleich loswerden. Der lässt nämlich was Leckeres für mich fallen. Und zwar das hier. Oh, das brauche ich sogar. Was schon mir anredet? Ach so. Ja, stimmt. DK meinte irgendwas mit Karten, die ich einsetzen muss. Gut, Karten, die ich einsetzen muss. Ich glaube, diese Karten haben. Moment mal, was macht's denn jetzt? Ach so, gut. In anderen Worten, eine von den Karten haben wir schon. Dann weiß ich auch gerade, wo die anderen sind. Und zwar bestimmt hat der Typ hier da oben noch welche. Okay, gut zu wissen. Ah, die Dinger, die kenne ich von Märkten, so, wenn die so rumstehen zu kalten Tagen. Die. Ja, das sind so eine. Wie nennt man das? Sagen wir so, die strahlen Wärme aus, die Dinger. Und Wärme auf den kalten Weihnachtsmärkten zum Beispiel, die Gäste. Bei den Ständen und so. Weiß gerade nicht, wie man es nennt. Ich glaube. Ich traue dem Braten nicht. Ich gehe lieber nicht darunter. Sieht nämlich nach. Das könnte Tod bedeuten. Oder auch nicht. Gut, wenn hier oben eine Leiter ist, dann ist es kein Tod. Okay, das ist eine Treppe, das heißt, es ist kein Tod. Ich glaube, ich gucke mich mal im Grund dieser Brühe um. Irgendwas ist. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Nein. Hier ist offensichtlich nichts. Man kann ja nie wissen, ob sich da nicht irgendwo doch was verbirgt. Und sie ist gerade abgetaucht, was nicht beabsichtigt war. Aber egal. Egal, egal. So. Das heißt, eins weiter nach oben. Das sind so eine Art Kannenpflanzen. Ich glaube, die gehören zu den, ja, waren das nicht eine von diesen Art. War das nicht einer dieser fleischfressenden Pflanzen? Ich habe nämlich zwei, dreimal in der Berufsschule noch, wir haben ja Zierpflanzenbau gemacht, solche Filme gesehen über diese fleischfressenden Pflanzen. Und da war, glaube ich, auch diese Kannenpflanze dabei. Ist sehr faszinierend, wie die arbeiten. Da drüben war es abgebrochen, da geht es aber nicht weiter. Und ja, ihr könnt euch freuen, dass in den nächsten Parts nochmal DK zu Gast sein wird. Das hat folgenden Grund. Es werden Levels kommen. Oder ein Level, sagen wir mal, ich weiß nicht gerade genau. Das halt so seine, ich sag mal, Favorite Levels sind. Favorite Level. Ja, und da wird uns der gute TK noch ein bisschen Gesellschaft leisten.
Der Sache traue ich gerade nicht. Das sieht nämlich ganz so aus, als wenn man darunter leidet und dann stirbt. Deswegen machen wir es uns einfach. Machen wir es einfach so. Weil einfach ist. Ja, aber ich glaube, das ist ein Zwei-Block-Sprung. Einfach so. Ja, genau. Habe ich es doch gewusst. Aber gut, das machen wir uns jetzt einfach und. Ach stimmt, im Vergleich zu anderen Tomb Raider-Teilen kann man hier das Leiden kontrollieren. Das heißt, wir können noch ein bisschen verbessern. Aber ja, das zählt, glaube ich, hier nur minimal. Das ist auch nicht so schwer, dieser Sprung. Dürfte sogar recht machbar sein. Das kriege ich hin. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Okay, was waren das gerade, Lara? So gerade die Länder-Action machen. Ich glaube, da hinten sind zwei von diesen Typen. Und ich würde meinen, beide haben irgendwelche Karten bei sich, die ich brauche. Okay, ich sehe es. Und tschüss. Ziemlich weiter Sprung. Das schaffe ich noch nicht. Okay. Es haben anscheinend nicht beide Karten bei sich, die ich brauche. Das schaffe ich noch nicht. Wenn sie sagt noch nicht, dann heißt es wahrscheinlich, dass sie später diesen Sprung noch schaffen wird. Hier kann ich, glaube ich, schon mal eine Abkürzung schaffen. Geht's noch irgendwo anders lang? Ah, ich sehe es. Okay, aber da hinten blinkt noch was. Das Ich würde gehe ich. jetzt stärker. Das Sims dürfte eigentlich kein Problem sein. Okay, cool. Hat sich das sogar gelohnt, das einzusammeln? Ah, da geht's sowieso nicht hoch. Dann habe ich es gerade schon richtig gemacht. Hoffen wir mal, dass du recht hast. Dich hier nicht irgendwie verschätzt. Solche großen Sprünge gab es schon mal, nämlich auch bei Tomb Raider 1 bei der Brücke im verlorenen Tal. Das weiß ich noch ganz genau. Da gab es auch die lustigen Sprünge. Na bitte. War doch gar nicht so schwer. Ja, kommen wir her. Ganz schön hohes Areal hier, dieses Ding. Aber auch sehr übersichtlich gestaltet. Und reicht es? Müsste echt locker reichen. Ja, natürlich reicht das ganz locker. Okay, das ist einfach hier das Areal. Okay, Cutscene. Was ist das hier für ein Chaos? Warum ist der Strom ausgefallen? Ist das Ihr Werk, Müller? Nein, der Strom ist überall ausgefallen. Dann kümmern Sie sich jetzt um den Dom. Los, ist alles abgesperrt. Wir dürfen nichts riskieren.
alles unter Kontrolle, Meister Eckhart. Wir haben ein Problem. Unten im Sanitarium. Was für ein Problem, Boas. Die Wachen sollen sich um die Gefangenen und ihre Tierchen kümmern. Ich muss Ihnen etwas gestehen, Meister Eckhart. Ich habe den Proto-Nephilim nicht vernichtet. Den Proto? Sie machen Witze, oder, Boas? Ich muss mir das selbst ansehen. Das Experiment sollte vernichtet werden. Ich hatte es ausdrücklich befohlen. Er ist zu gefährlich, um ihn leben zu lassen. Es ging nicht. Er ist ein halber Nephilim. Ohne ihren Amulettsplitter kann man ihn nicht töten. Sie haben sich meinen Befehlen zum letzten Mal widersetzt, Boas. Müller, ich brauche eine Ihrer kleinen Kreationen. Oh, bitte nein! Ach, nicht meine Schuld. Ich bin loyal. Das ist für Ihre Inkompetenz, Boas. Geben Sie mir eine Chance. Nicht! Ich verlange Gehorsam. Und jetzt machen Sie hier sauber. Okay, dieser Eckhart scheint ziemlich kalt zu sein und hat gerade einfach mal übrigens geniale Stimme. War doch, glaube ich, von Thomas Fritsch oder so, der damals gar von König der Löwen gesprochen hat. Allgemein, die Stimmen kommen mir von gewissen Kassetten bekannt vor, also von gewissen anderen Synchronstimmen, die auf Hörspielen so zu hören waren. Ich finde es cool, dass sie hier die Rollen so gut verteilt haben. Und krass, wie dieser Typ, also Eckhart, mit seinen Leuten umgeht. Na, ist klar, klassisches Arschloch, der Typ. Aber naja, okay, was ist das denn? Ich kann es gerade gar nicht erkennen, wer das ist. Okay, ich will es auch gar nicht sehen, weil das sieht schon ziemlich ekelhaft aus, wie der Typ zugerichtet wurde. Jetzt habe ich aber zwei Karten. Eine fehlt also noch. Wo ist denn die letzte? Ah, ist mir zu gefährlich in der Ecke. Ich mach's lieber hier aus. Da oben hat die Cutscene stattgefunden. Und ich höre noch immer Schritte. Oh, Lara! Das gibt's doch nicht. Mann! Das meine ich, wenn man am Geländer steht, wenn man einmal zu viel das Steuerkreuz nach vorne drückt, passiert genau das. Das geht mir so auf die Klötze manchmal. Das ist einfach nur so nervig. So, kann ich denn hier runter? Wo ist der andere Typ? Bei mir fehlt noch eine Karte. Da unten ist er. Na komm, sie gleiten mich gleich ein. So, her damit. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen billig Heilung verpratzen für das Ganze. Gut, Problem gerade an meinem Aufnahmefenster. Also mit dem, was ich ja gerade habe, ich sehe die Zeit nicht. Das heißt, ich muss auch das City offen haben. Mache ich auch gerade mal. Dann kann ich es besser sehen, wie lange ich gerade aufnehme. Gut, eins davon.
Und eins von den Bandagen. Gut, das reicht doch schon mal. Ist jetzt zwar nicht voll, aber reicht. Das ist zu weit, das wissen wir noch. Achso. Von da unten kommt man dahin. Ich meine, ich auch sparen können den Weg. Was gibt's hier noch Schönes? Oh, nice. Ein bisschen Munition. Ach nee, von unten kommen wir nicht hin. Ja, okay, den kleinen Kratzer. Ist mir auch egal. Wir öffnen jetzt die Tür. Und gucken mal, wo wir rauskommen. Einmal hier. Und noch einmal da. Und siehe da. Die Tür geht auf. Ja, und wir scheinen ein neues Areal erreicht zu haben. Das heißt, wir müssen erstmal. Oder ich werde erstmal speichern. That comes first. So, wunderbar. Okay, what the fuck ist das jetzt wieder für ein Bereich? Die Brühe sieht nicht gerade gesund aus. Okay. Dampf links und rechts, das gefällt mir nicht. Ah, aha, der Aufzug. Was sagt denn die Zeit? Ja, gut. Leute, ich würde sagen, bevor wir in diesen Aufzug steigen, der gerade eine Sackgasse ist, mache ich hier einen Cut. Das war's für heute von Angel of Darkness. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.